Monika, ich bin 24 und ich habe bislang an der IRPA studiert, also Religion auf Lehramt. Also derzeit bin ich bei Train of Hope aktiv. Wir sind eben eine Flüchtlingshilfe, wir sind sozusagen die Erstversorgung, die die Flüchtlinge willkommen heißt, einfach die Leute versorgt, schaut, was sie brauchen. Ich mache das jetzt inzwischen schon seit September, also ist eh relativ lang her, also 9 Wochen jetzt circa. Und ja, einfach seitdem es angefangen hat im Endeffekt. Meine Freundin hat mich angerufen, hat gemeint so, hey Monika, schau mal, da sind ein paar Leute aus deinem Land, wir brauchen deine Hilfe. Und es war dann einfach ein Telefonanruf und 20 Minuten später war ich im Hauptbahnhof. Sobald man das erste Mal den Leuten geholfen hat, will man einfach immer wieder helfen. Also die Sache ist die, am Anfang war es einfach so ein Glücksgefühl, dass man einfach weiß, hey, ich habe den Leuten helfen können. Und jetzt, das ist einfach ein andauerndes Glücksgefühl, wo du weißt, okay, du kannst den Leuten immer wieder helfen und sie einfach versorgen mit dem Notwendigsten. Und du musst dir einfach das Gesicht ansehen von den Leuten. Das ist einfach so extrem süß. You worked from Greece to Austria. Also mein Glauben stärkt mich, also vor allem jetzt in dieser Situation, wo einfach so viel Leid vor den eigenen Augen sich abspielt, merkt man einfach, wenn ich jetzt mich zurückziehe, zum Beispiel zum Beten, tanke ich einfach nochmal Kraft und ich kriege einfach auch die Kraft durch meine Gebete, um diesen Leuten zu helfen. Und für die Leute, man merkt das auch, wenn sie mich zum Beispiel sehen, es mag jetzt zwar nur ein Kopftuch sein, aber es ist ein großer Anteil davon, sind ja auch Muslime. Und wenn die mich sehen, ist es für sie auch so, okay, hey, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind Muslime und es gibt jemanden, also die Muslime helfen. Sie sind da und sie sind präsent und das ist einfach sehr ausschlaggebend für die Leute auch. Also man sollte es nicht unterschätzen, sagen wir es mal so. Meine Erlebnisse mit dem Kopftuch hier im Hauptbahnhof waren also eigentlich alle nur positiv. Also das lustigste Klischee ist einfach so, hey, du kannst Deutsch. Und ich so, Herrst, Alter, was geht mit dir? So, sicher kann ich Deutsch, hier aufgewachsen und so weiter und so fort. Aber nein, es gibt überhaupt keine negativen Sachen, die mir jetzt hier zumindest passiert sind. In der Gesellschaft ist es halt unterschiedlich. Es kommt darauf an, einfach welchen Menschen man begegnet. Sicher gibt es negative Sachen, aber derzeit überwiegt das Positive. Also zu der neuen pluralistischen Gesellschaft sehe ich erst Chance, einfach weil die Leute jetzt einfach auf viele verschiedene Kulturen treffen. Einerseits ist die Hilfsbereitschaft im Vordergrund, andererseits das Menschsein wiederum. Und der Glaube ist natürlich auch ein Faktor, einfach weil es die Leute ja auch begleitet, die herkommen. Und durch die Hilfsbereitschaft kommen die Menschen einfach aneinander näher. Man lernt die Religion kennen, man lernt die Kultur kennen und man öffnet sich einfach. Das heißt, im Endeffekt kriegt Österreich gerade die beste Chance, die sie je hatte, einfach um Menschen kennenzulernen und anzunehmen. Und die Leute, die kommen, die sonst auch nicht jetzt wirklich mit, keine Ahnung, Europäern, sage ich jetzt einmal so salopp, zu tun haben oder hatten, kriegen auch die Chance, die Leute kennenzulernen und zu sagen, okay, das ist deine Religion und das ist meine Religion. Ich akzeptiere es, weil im Vordergrund steht einfach, wir sind Menschen. Vor allem für eine funktionierende Gesellschaft, die so vielfältig ist, sind verschiedene Faktoren wichtig. Also ich denke mal, erstens Offenheit, das ist einfach ausschlaggebend, damit die Leute sich kennenlernen. Dann auch einfach, dass man bereit ist zu sagen, okay, ich springe über meinen Schatten. Ich versuche jetzt mal zur Abwechslung was Neues kennenzulernen. Und andererseits auch einfach das Menschliche, das muss einfach im Vordergrund sein. Dass man wirklich sagt, mir ist es wirklich wurscht, woher du bist, was du bist und whatever. Das Menschliche ist einfach im Vordergrund. Ich bin extrem unabhängig und nein, also das ist das typische Klischee, dass man denkt, so, okay, Frau mit Kopftuch muss zu Hause am Herd sein, hat mindestens 5 Kinder und einen extrem alten Mann. Nein, das sicher nicht. Nein, also meine Mama ist die Feministin schlechthin und hat uns auch so erzogen und also das ist für uns ein absolutes No-Go. Also ich bestimme alles selbst. Natürlich hat meine Mama hier und da mitzureden, das ist klar, Eltern halt. Aber trotzdem, sie haben uns wirklich so erzogen, dass wir unsere Entscheidungen selbst treffen, dass wir einfach wissen müssen, was wir tun und wofür wir gerade stehen. Aber nein, ich habe keinen Plan.